Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratuto, beim Clan Gecko State 2009 oder 8 heißt es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht ganz genau, denn ich bin schon wieder in der Gegnersuche hier und ihr seht, ich bin mit dem AFA auch nach wie vor aktiv und habe noch ein wenig Event-Truppen hier am Start und jetzt will ich mal gucken. Die will ich in jedem Fall hier so ein bisschen nochmal ausnutzen, denn die waren ja wirklich, wirklich nicht schlecht an der Stelle und da ich sie noch gebaut habe und mit dem AFA hier die ganzen Tage gar nichts gemacht habe. Entschuldigt bitte, habe ich gedacht, ich mache mal diesen Gegner hier. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Aber wir gehen hier mal mit der Masse der Loons hier rein. Ah, jetzt gehe ich zwar gegen den Feger, ich weiß, gegen den Feger, gegen den Wind und gegen die Queen vor allen Dingen. Das ist noch viel schlimmer. Die muss ich hier ein bisschen weggiften hier, dass meine Lakis den machen. Und dann muss ich hier jetzt schon mal durchwuteln. Ah, jetzt sind die ganzen Loots auf einen Fleck. Ich weiß gar nicht, warum die sich hier immer so auf eine einzige Luftabwehr fokussieren. Ah, mal gucken. Mal sehen, das sieht noch ganz gut aus hier. Brauche ich in jedem Fall den zweiten Wut, dass die hier jetzt ein bisschen schneller hier rumgehen. Komm. Ja, so ist richtig. Die sollen hier einfach nur eine Luftabwehr nach der nächsten abgrasen. Und meine Lakis dahinter so ein bisschen das Richtige machen. Oh, jetzt den Gift habe ich ja verpeilt. Ich habe gedacht, da wären noch ein paar von den, wie heißen sie eigentlich, Skelettzaubern drin. Und ich glaube, wir können hier so ein bisschen weitermachen, dass die hier jetzt gleich in die Base reingehen. Denn ich brauche noch so ein bisschen Gold und Elix. Ja, ich brauche natürlich auch das Dunkle. Keine Frage, aber ich denke mal, das kriegen wir in jedem Fall in den nächsten Tagen hier auch rein. Und mal gucken, ob ich nicht noch die eine oder andere Truppe gleich ein bisschen ablenken kann. Von der Mitte mal sehen. Queen geht jetzt erstmal rein. King geht auch rein. Und da muss ich erstmal schauen jetzt. Im richtigen Moment. Oh, was brauchen die lange für eine Mauer hier? Meine Herren. Ja, okay. Sie sind auch erst Level 30. Die Queen macht jetzt schon mal die beiden Lager. Vor allen Dingen das Elex-Lager hier. Jawohl. Das Goldlager brauche ich jetzt nicht mehr wirklich, aber ich hätte es gut gebrauchen können. Jetzt geht der Queen nach da. Nein, der King geht jetzt nach da. Und mal sehen, ob wir das eine Lager nicht wenigstens noch kriegen hier außen. Ja, das kriegen wir noch. Das war auch relativ voll. Die Queen geht auch noch mit nach außen. Nein, nach innen. Nein, sie geht nach außen. Okay, sie geht nach außen, aber ich kriege das zweite. Ich kriege fast das zweite Lager noch. Ja, super. Das zweite Lager fast noch bekommen. Und ich würde sagen, wir zünden die Queen einfach. Wir haben 78%. Wir kriegen den Bonus noch, weil das Gold kriege ich nicht mehr raus. Und bis zum Elex-Lager ist es hier ein bisschen weit. Ja, die Folge heißt ja Upgrade-Plan für ein RH10. Also das ist letztendlich auch mein Upgrade-Plan. Ich trainiere diese Truppe einfach mal nochmal nach, weil ich glaube, sie ist ganz gut. Und sie ist auch jetzt nicht so super teuer. Also ich habe noch ein bisschen Zeit. Mein Upgrade-Plan hier, den habt ihr ja gar nicht mal so mitbekommen. Ich bin ja so ganz, ganz klangheimlich RH10 geworden. Mit dem Avatar hier habe das Notwendige aus dem Shop rausgeholt. Das heißt also erstmal die gesamte Defense. Der Bombenturm ist übrigens schon fertig. Und so ein bisschen habe ich ja schon gebaut hier. Die kleine Kanone habe ich schon mal gemacht und die Fallen habe ich alle rausgebracht. Aber was ich eigentlich, jetzt muss ich mal eben schauen, Luftgift. Was ich jetzt eigentlich machen will, ja, ich könnte das Shop-Paket nutzen. Ich habe erst gedacht, ich kriege es als RH10 nicht, weil ich schon den ersten Inferno gebaut habe. Stimmt aber nicht. Ich habe jetzt erst ein Inferno im Bau und könnte mir dieses Paket hier kaufen. Aber ich meine, was will ich jetzt mit den 6 Millionen Gold? Meins ist eh voll, ich weiß. Das füllt dann auf. Und die vielen Gems hier brauche ich auch nicht wirklich. Das heißt, mit unserem Bauarbeiter machen wir jetzt mal ein bisschen Mauern. Ist zwar total langweilig, aber ich habe ja so einen kleinen Upgrade-Plan. Wir sagen mal Select Grow und daten erstmal die Mauern ab hier. Das geht ja gar nicht. Die müssen mindestens so auf so einen goldenen Status sein. Und jetzt muss ich die eben mal rausstellen. Und sage auch hier Select Grow. Ja, das ist immer ein bisschen tricky, finde ich. So, die 150.000 nochmal da gegönnt. Dann sind die schon mal golden hier. Dann machen wir die auch schon mal fertig hier auf Minimum.
Goldstatus und die hier oben auch. Ihr kennt diese Base sicherlich. Nein, nicht das. Eieiei, nicht das. Fast einen falschen Fehler gemacht hier. Und dann können wir das auch eigentlich so machen. Einmal updaten, zweimal auf Gold. Den hier, da können wir ruhig sagen, Select Grow. Mach mal. Und hier können wir das leider nicht mehr sagen. Ah, das ist echt tricky hier. Also 1, 2, 3. Ich will ja auch nicht... Oh nein, jetzt habe ich schon ein zu viel gemacht. Leute. Naja, ist nicht so schlimm. Dann weiß ich wenigstens, was ich zu tun habe. Und dann wird mir auch nicht langweilig hier. So, das haben wir schon mal gemacht. Das heißt also, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen an den Mauern gearbeitet. Und mein nächster Upgrade-Plan ist eigentlich, ja, ich bringe erstmal den zweiten Inferno raus. Denn ich kann noch nichts anderes machen. Ich könnte jetzt zwar hier in der Kaserne anstoßen, wird mir aber nichts bringen. Ich erkläre euch gleich warum. Aber erstmal holen wir jetzt die zweite. Wo ist er? Hier ist der zweite Inferno-Turm. Und da ihr die Base kennt, kommt er hier hin. Hier so. Da soll er hin. Denn das hat den ganz besonderen Grund. Ich bin hier schon mit im CK. Das heißt also, das, was man ja im Bau hat, ist auch im CK dabei. Das heißt also, mein dritter X-Bogen ist dabei. Meine beiden Inferno-Türme sind dabei. Die Kanone ist dabei. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Gold über für die nächsten Upgrades. Und im Labor, das Labor läuft nämlich in einem Tag und 5 Stunden aus. Ihr seht das nicht. Ah, das sieht man gar nicht. Doch, kann man sehen hier. In einem Tag und 3 Stunden sogar läuft es aus und dann habe ich eigentlich vor, ja, was datet man als erstes ab? Ich denke mal, da ich noch keine dunkle Kaserne auf den nächsten Status habe, denn das wären jetzt die Bowler an der Stelle, mache ich den Golem. Ich mache erstmal den Golem fertig und ich glaube, das ist die passende Truppe für mich. Damit gebe ich dann auch genug Geld aus. Ich habe hier im Moment schon das erste Armeelager auch am Start und auch das braucht natürlich noch ein bisschen, deswegen lasse ich mir ein bisschen Gold über. Denn die nächsten Bobs werden die nächsten Tage frei. Ihr seht das hier. Und dann geht es daran, dass man die Base hier nachbaut. Das heißt also erstmal die ganz neuen Dev-Gebäude auf den Status von RH10 bringt. Und ich würde sagen, ich suche gleich nochmal und mache natürlich noch 2, 3 Angriffe hier. So, nächste Armee ist wieder am Start und wir suchen auch wieder. Ja, also wie gesagt, Upgrade-Plan ist, dass ich erstmal eine Kaserne jetzt mit dem Elex mache. Denn dann hole ich schon mal die Bowler zumindest raus. Und ich weiß gar nicht, warum ich mein Mikro gerade leise gemacht habe. Entschuldigt. Nochmal. Und dann hole ich zumindest meine Bowler hier raus. Und der hier, ah ne, der ist zu stark. Der ist zu stark und dann habe ich erstmal 10 Tage Zeit. So lange laufen nämlich die Golems auf den nächsten Level. Das Ganze nachzufarmen für... Ah, der wäre aber drin hier. Für die Bowler zum Updaten. Ah, die sind nicht ganz so stark, aber... Eieiei, können wir den wo machen? Ich glaube, den machen wir mal. Pass mal auf, den machen wir mal. Den machen wir mal. Und nehmen uns hier, wir nehmen die Queen mal aus dem Spiel, denke ich mal. Das muss einfach mal klappen. Mal sehen. Denn so ein bisschen brauche ich das Dunkle, vor allen Dingen morgen, für ein CK. Und Clanburg hat er, glaube ich, keine, aber er hat die anderen Luftabwehren. Der hat ja echt die Luftabwehren ganz, ganz weit außen. Und deswegen hoffe ich einfach mal auf meine Chance. Der Loons und der Lakis hier mit der Queen, die ist auch noch am Start. Auch wenn ich hier einen oder zwei Infernos sogar habe. Ich glaube, das ist mal nicht ganz so schlimm hier. Wir wuteln hier mal ganz, ganz enorm durch. Und mit noch mehr Speed. Na komm, 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 komm. Jawohl, da machen die das schon mal. Das sieht super aus. Okay, hier haben wir noch einen Speed in der Mitte. Mal sehen, wie weit der Speed hier jetzt reicht. Da kam gerade eine Luftbombe raus. Ah, die brauchen jetzt so lange, die Loons da in der Mitte. Ei, die brauchten jetzt gerade mal ein bisschen lange. Und ja, das ist nicht so schlimm. Wir haben aber ganz gut das Dunkle hier rausgeholt.
Vor allen Dingen an der Seite machen meine Lakaien das noch. Ah, so ein Glück. Oh, da habe ich ja Muzzle. Und jetzt geben, ja, okay, die Luftabwehr gibt den natürlich noch ein bisschen was, aber ich habe ein bisschen was Dunkles über, denn wenn ich morgen die 90.000 natürlich für mein Golem ausgebe, dann habe ich nicht mehr viel für einen CK hier und den will ich ja unbedingt mitspielen. Und wenn ich dann eine Kombi habe, oh, super, super gemacht, wenn ich dann eine Kombi habe mit Hexen, dann ist das natürlich relativ teuer, aber ich habe hier noch ein bisschen was im Backend und die Folge wäre nicht komplett, wenn wir nicht noch einen dritten Angriff machen würden. Okay, ich bin auch in einem Schnellspender-Clan hier gelandet, habe ich so das Gefühl, auch wenn die Meute hier also um den Clan hier gar nicht mal so groß ist, sind die doch relativ gut aktiv hier. Ich stelle euch den Clan am Ende kurz einmal vor, vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, sich auf etwas Neues zu begeben und hier vielleicht einen, oh, netten Clan zu finden. Also ich habe ihn gefunden und gesucht, denn die Hille hier habe ich schon ewig in meiner Friendlist und ich habe es endlich mal geschafft, den Clan hier zu besuchen. Das freut mich auch ungemein und ich bin auch komischerweise recht nett empfangen worden. Hier also bloß nicht abhypen, nur weil der Totem mal bei euch im Clan ist. Ich bin auch nur ein normaler Spieler, der normal fehlt, der normal seine Wins einfährt und mehr nicht. Also immer locker bleiben. Ich habe hier so ein bisschen so einen kleinen Mini-Hype erlebt. Das hat mich natürlich geschmeichelt. Aber das muss natürlich absolut nicht sein. Und oh, 5000. 5000 hier. 5000 Dunkles. Den kann ich mir eigentlich nicht entgehen lassen. Ne? Ich meine, das ist ein RHL, war. Ja, aber was für einer. Wo ist denn eigentlich die Clanburg? Okay, mal gucken, ob wir die Clanburg irgendwie locken können. Wenn es denn eine gibt. Es gibt scheinbar keine. Und deswegen nehmen wir hier. Was habe ich hier in der Clanburg? Ah, danke, Hele. Für die Loons hier. Die droppe ich auch gleich hier als allererstes. Ich komme hier ganz, ganz bewusst, ich kann die Truppen gar nicht ganz setzen, über Eck hier rein. Denn die Luftabwehren sind natürlich wirklich, wirklich nicht so stark. Und komme auch hier über Eck mit den Lakaien rein. Da kann der Adler auch ruhig schießen. Das macht mir an der Stelle im Moment... Oh, wo ist denn mein... Eieieiei. Ich frage mich gerade, wo ist mein Wut hier? Aber er ist da. Mein Wut ist da. Und mal schauen, wie weit ich gegen so eine Armee hier komme. Ah, das war gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Da haben wir schon mal so ein bisschen was Intus. Dann gehen wir hier mal mit dem Queen rein, wollte ich gerade sagen. Mit dem King. Also mit dem King schon mal rein, da kann der Adler auch schießen. Das ist ein Level 1 Adler, das erkennt man daran, dass der noch keine goldene Kette um sein Maul hat hier. Und das hält mein King in jedem Fall aus. Wir holen uns hier den Pott Dunkles hier außen schon mal. Und mal sehen, ich denke mal, das könnten wir auch sogar gewinnen. Wo ist denn eigentlich das letzte Dunkle? Ah, ich glaube, das kriege ich nicht mehr. Es sei denn, es ist in der Clanburg, beziehungsweise in der... Im Rathaus, mal gucken, wie viel da noch drin steckt. Ja, da war noch ganz schön viel drin. Ja, da war noch ganz schön viel drin. Über 600. Also, ja, super gemacht hier, glaube ich, von mir. War ein knapper Angriff. Jetzt muss ich leider meine... Ah, ich konnte mein Gift gar nicht mehr vorbeilassen. Ich hatte 2 Gift, aber 3, 9. 29 ist, glaube ich, ganz in Ordnung hier. Und die 736 Bonus. Also, da ich das Dunkle ein bisschen brauche... Ist das, glaube ich, an der Stelle in Ordnung. Ich baue die Armee hier nicht nochmal nach. Oder baue ich sie nochmal nach? Ah, sie ist ja echt nicht teuer. Ich mache sie nochmal nach hier. Ich weiß auch nicht, ob ich in der Liga hier hoch oder tief genug bin. Denn ich werde auch mal nett abgefarmt hier. Das könnt ihr mal hier in meinem Defense-Log sehen. Also ich verliere immer richtig, richtig krass hier oben. Gar keine Frage. Das ärgert mich natürlich ein bisschen. Aber ich gebe natürlich auch morgen ein bisschen aus. Ich hoffe, die Folge hier vom R10 Upgrade hat euch ein bisschen gefallen. Und ich bleibe in jedem Fall am Ball. Bleibt noch ein, zwei CKs hier. Also danach ist der AFA wieder frei. Und wenn ihr den AFA beobachtet, das ist euer Mann hier. Ich bin nach wie vor mit dem AFA hier auf Runturn in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren bei euch. Bis dahin, euer Toto. Flashed.